So, da sind wir wieder. Ja, wir haben noch zwei Missionen in Yellow Comet vor uns. Hier noch eine mit Sonja. Sonja gegen Kat. Das Taktiktreffen. Wir haben hier auch ein kleines Missionsziel. Gegner darf mein Hauptquartier nicht erreichen. Egal mit was für einer Einheit, der darf da nicht drauf kommen. Wenn er mein Hauptquartier erreicht, habe ich verloren. Es geht allerdings in. Das ist allerdings eine der wenigen Missionen, die ich in der Advanced-Kampagne ein klein wenig einfacher finde als in der normalen Kampagne. Weil ich in der Advanced-Kampagne hier einen Kampfpanzer aufs Hauptquartier stellen kann. In der normalen Kampagne konnte ich das nämlich nicht. Da hatte ich nämlich keinen Kampfpanzer da in der Mitte. Kampfpanzer vom Hauptquartier zu kriegen ist wesentlich komplizierter als ja, einen normalen Panzer vom Hauptquartier runterzukriegen. Und ansonsten muss ich halt einfach jetzt mal schauen, dass die ganzen Einheiten, die jetzt hier so schön in der Mitte stehen, dass die nicht irgendwie schaffen, an mein Hauptquartier ranzukommen. Und dazu muss ich jetzt zuallererst mal meine Fernwaffen richtig positionieren. Das hier oben ist wirklich nur die Vorhut. Das Gute ist, dass auf der Karte jetzt in der Mitte relativ wenige Wälder sind. Weil Wälder kann sie immer super gut ausnutzen. So. Da stehen sie jetzt da, die ganzen schweren Geschütze. Ich muss jetzt erstmal schauen, dass ich hier so viel wie möglich wegknallen kann, bevor das überhaupt anständig in die Nähe meines Hauptquartiers kommt. Priorität haben dabei die etwas größeren Einheiten. Die Jagdpanzer, die knall ich nur ab, wenn ich nichts anderes in Reichweite habe. Hier unten müssen wir langsam mal mit den Neotanks anfangen. Schwächen geht über Kaputthauen. Das ist auch wichtig. Sie vereint ihre Einheiten sowieso zusammen, sobald sie weit genug geschwächt sind. Und geschwächte Einheiten machen weniger Schaden auf das, was da oben steht. Immer zuerst die Großen. Wenn man die ganzen Grundregeln für diese Mission beachtet, kann man sie eigentlich fast nicht mehr verlieren. So, den tue ich erstmal besser positionieren. Genauso wie den da. Bei dem bin ich noch am Überlegen. Ich glaube, den stelle ich besser hier hin.
Quester können wir vielleicht noch machen. Aber der Kampfpanzer da oben, der bleibt da erstmal stehen. Oh, ich habe schon eine Gabel. Das ist schön. Falls du noch irgendwelche Fragen hast, immer raus damit. Ich rede gerne über solche Sachen. Ja, ich würde mich interessieren, was deine Gegnerin, die Kate, heißt sie? Cut. Cut. Hm. Ja, gut. Was die Gabe von ihr macht, was deine Gabe? Also, ich fange da erstmal mit den Day-to-Day-Fähigkeiten an. Ich fange da mal bei Cut an. Cut ist Geländespezialistin, das heißt, für jeden Deckungsstern, den sie hat, machen ihre Einheiten 10% mehr Schaden. Die Deckungssterne sind immer... Moment, ich kann es hier mal mit der Maus zeigen. Hier auf der Ebene hast du einen Deckungsstern zum Beispiel. In einem Wald hast du zwei Deckungssterne. In der Stadt hast du drei. Auf Hauptquartier und auf Bergen hast du vier. Straßen und Flüsse und Brücken und alles mögliche sind null. Für jeden Deckungsstern, den sie hat, macht sie zusätzlich 10% mehr Schaden. Und Deckung verringert logischerweise auch den erhaltenen Schaden. Das ist der primäre Grund, warum es Deckung gibt. Ihre Gabe macht, dass sie sich im groben Terrain frei bewegen kann. Das heißt, ihre Einheiten kriegen keine Geländeabzüge mehr, wenn sie sich durch Wälder, Berge und ähnliches bewegen. Und ja. Ihre Spezialgabe verdoppelt für eine gesamte Runde lang alle ihre Deckungssterne. Zusätzlich. Also auf Straßen hat sie immer noch eine. Auf Straßen hat sie immer noch 0, aber auf Ebenen hat sie dann 2, in Wäldern hat sie 4, auf Städten hat sie 6 und auf Bergen und Hauptquartier hat sie eben 8. Und bei 8 Deckungssternen heißt das mit vollen HP um 80% verringerter Schaden und 80% erhöhter Schaden. Nicht, ja. Warum eigentlich nicht? So, zu Sonja. Sonja hat die besondere Fähigkeit, dass sie im Kriegsnebel ein Feld weiter sieht. Ihre Gabe erhöht diese Sichtweite nochmal. Außerdem kann sie, während die Gabe aktiv ist, in Wälder und Riffe sehen, als wären sie einfach nicht existent. Okay. Während ihrer Spezialgabe gilt dasselbe, nur dass sie zusätzlich, wenn sie angegriffen wird, dann kommt der Konterangriff, bevor der Angriff kommt. Weil normalerweise ist es ja so, der Gegner, also wenn du angreifst, ist die Angriffsreihenfolge, du greifst vor dem Gegner an. Ja. Wenn Sonja ihre Spezialgabe aktiviert hat, ist die Angriffsreihenfolge umgedreht, wenn sie angegriffen wird. Und das ist unter Umständen ziemlich genial. Sonja hat auch noch eine weitere Day-to-Day-Fähigkeit, wobei die in den meisten Fällen auch eher ein bisschen untergeht. Nämlich sind alle ihre Konterangriffe 50% stärker als normal. Während ihrer Spezialgabe gilt das allerdings witzigerweise nicht, weil sie da ja nicht kontert, sondern angreift. Schade. Aber der Angriff, bevor der Konter kommt, der ist durchaus immer mal wieder witzig anzusehen. Weil sie auf einmal Matchups gewinnt, die sie eigentlich nicht gewinnen sollte. Hat, wird mir in der nächsten Runde sowieso eine Supercore-Power um die Ohren hauen. Das wär's dann ja.
meisten ihrer Einheiten unten habe ich gut angeschwächt. Und da kommt die Speziallage, wie angekündigt. Ja, so viel wie ich jetzt gerade kaputt geschossen habe, kann ja nichts anders kommen. Und sie traut sich nicht, mich anzugreifen, merkst du? Weil sie genau weiß, der Konterangriff kommt vor dem Angriff. Sie versucht's erst gar nicht. So, und jetzt heißt's primär auf das hauen, was ohne Deckung dasteht. Beispiel auf diesen Panzer hier. Weil die werden von ihrer Gabe nicht beeinflusst. Aber hier kannst du jetzt mal sehen, auf der Ebene steht sie da mit zwei Deckungssternen. Okay, stimmt. Habe ich ja vorhin auch nur gesehen, weil ich die Gabe noch drin hatte. Da war ja was. Gut, mit dem erwische ich jetzt gerade nichts. Du hast noch 6 HP. Ich kann mir noch weiter runter schwächen. Mein Ziel ist es, dass kein Medium Tank und kein Neo Tank mit mehr als 6 HP da nach oben kommt. Wenn ich das irgendwie schaffe, dann geht das richtig einfach hier. Schießen wir mal den hier ab. Moment, wie das erwischt der alles? Okay, passt. Oh. Die erwische ich mit der Art hier da hinten auch. Das heißt, der macht jetzt mal den da weg. Der in der Zwischenzeit auf dem hier rumkloppen. Späher macht ein Medium Tank sowieso nichts. So, was ist denn da das Gefährlichste, was ich in Reichweite habe? Entweder 3 HP 4 oder ich nehme die 5 da unten. Naja, weil es mir jetzt gerade wieder einfällt, Sonja hat auch noch einen kleinen Nachteil. Sie hat manchmal ein bisschen Unglück. Sie macht manchmal bis zu 10% weniger Schaden, als sie eigentlich sollte. Das ist aber ihr einziger Nachteil, den sie hat. Viel mehr mache ich hier jetzt nicht. Ich hoffe jetzt einmal, dass sie einen Haufen ihrer Einheiten erstmal zusammen eint, damit ich da ein bisschen mehr kaputt schießen kann.
das macht sie jetzt auch. Habe ich weniger Ziele zum Kaputtschießen.